Was geht, Freunde der Sonne? Für mich geht es jetzt nach Frankfurt. Dort habe ich einen Job mit Worst Behavior. Das ist das Outfit. Ich muss jetzt zum Hauptbahnhof. Bare Knuckles Jeans, Clarks, Air Spectrum Jacket, Puma Longsleeve und Vintage Kappe von Escada. Bag ist auf jeden Fall gepackt. Shoutout Pikas, Shoutout Google Pixel und 032C für die neue Cap. Let's go. Ich mache mich jetzt auf den Weg. Bin natürlich wie immer ein bisschen in Eile. Muss in einer halben Stunde am Hauptbahnhof sein. Let's go. Wir sagen noch eben einmal den süßen Kätzchen tschüss. Okay, wir sehen uns. Jetzt Bescheid, Leute, ich bin auf dem Weg. Mal schauen, wie pünktlich ich da ankomme. Wie gesagt, 15:30 geht der ICE. Aber sollten wir hinbekommen. Ich bin angekommen am Hauptbahnhof, habe noch 15 Minuten tatsächlich, ging echt schnell. Ich muss mir noch so schnell was zu trinken besorgen, weil ich habe vergessen, was einzupacken. Und die Fahrt ist ja nicht gerade kurz. Bevor ich verdurste, steppen wir noch schnell zu Rewe. Wir machen das. Wie gottlos sind eigentlich die Preise am Hauptbahnhof? Also die sind mittlerweile so gottlos wie am Flughafen. Was ist da los? Ich wollte gerade ein Wasser holen, Volvic 0,75. 4,50 Euro, Bro? Bist du dumm? Bist du behämmert? Also das macht mich sauer, wenn ich sowas sehe. Also was ist los mit euch? Das straft euch mal ein bisschen. Deswegen auch schnell zu Rewe hier jetzt gesteppt. Jetzt wird hier ein preisgünstiges Wasser eingepackt. Und vielleicht ein Powerade. Ich sag euch so, Freunde. Die Schlange bringt mich ein bisschen zum Schwitzen. So, Freunde, ich bin angekommen in im deutschen Manhattan, in Frankfurt. Fahrt war ganz entspannt, Zug hatte so 10 Minuten Verspätung nur. Von daher sehr, sehr nice. Machen wir jetzt auf den Weg zum Hotel, muss dann auf jeden Fall noch was zu essen finden. Vielleicht gehe ich noch ins Gym, wenn ich eins finde in der Nähe. Und dann ist morgen der Job. Okay, Freunde der Sonne, das ist auf jeden Fall das Hotel. Sieht auf jeden Fall mächtig aus. Ich bin angekommen. Ganz, ganz kleines, entspanntes Zimmer. Dusche einfach mitten hier, mittendrin. Glückskeks. Da wollen wir doch mal schauen, was da drin steckt, oder? Oh, fuck. Did you dance today? Now is the time for your favorite song. Ja, Freunde, ich habe auf jeden Fall dumm Hunger. Deswegen gehe ich, glaube ich, auch einfach direkt jetzt raus. Suche mir was zu essen und dann chill ich einfach im Hotel, guck One Piece und dann schlafen und dann ist morgen der Working Day. Ich habe gerade gesehen, dass die von Marlin und Götz ausgestattet sind. Das ist richtig nices Zeug, also das geht so in Richtung Paula's Choice, also das ist echt nice. Und das riecht auch richtig geil, außerdem haben die auch Shampoo und Body Wash. Deswegen umso nicer, richtig, richtig nice. I like. They're treating me well. Ich habe mir jetzt erstmal einen Tee gemacht. Guckt euch mal die Milch an. Voll geil. Essen habe ich mir übrigens jetzt doch bestellt. Ich gehe doch nicht raus. Es ist übrigens arschkalt hier in Frankfurt. Das ist crazy. Bevor ich schlafen gehe, will ich euch einmal die Vibes hier zeigen. Beziehungsweise bevor ich jetzt voll reingehe. Boah. Super. Liebe ich. So, Freunde der Sonne. Guten Morgen. Es ist 7 Uhr. Ich gehe jetzt Sport machen. Schnell. Ein bisschen laufen durch die City. Danach komme ich wieder zurück ins Hotel, mache mich ready. Ich muss um 9.40 Uhr. Oh fuck, oh shit. Ich kann die Decke berühren. Ich muss um 9.40 Uhr da sein. Übrigens, beste Laufschuhe. So crazy, die Dinger. Die Strecke ist super, super nice. Gucken wir einfach die View. Sick, Digga. Da läuft man gleich weiter und schneller. Leute, Architektur hier ist auf jeden Fall dumm und dämlich, Digga. So stark. Sieht alles so stark hier aus. Richtig, richtig nice. Macht Spaß hier zu laufen. Also ich bin jetzt irgendwo an einem Dead End angekommen. Hier geht's nicht mehr weiter. Und das ist eine Brücke für Züge. Deswegen jogge ich jetzt, denke ich, wieder zurück. Ganz entspannt. Leute, wie schön. Boah! Freunde, Run ist done, war super, sehr, sehr nice. Jetzt schnell ready machen, ich bin schon dabei. Und dann geht's ab
zum Job mit Worst Behavior. So, Freunde, fresh out the shower, looking sharp. Das Gesicht ist so gut wie ready. Nur noch Sonnencreme und dann sind wir da. Übrigens, Form gerade. Puh, kann man arbeiten. Ich sag euch, wie es ist. So, Freunde, ready und on the way zum Worst Behavior. Das ist wohl irgendwie ein Store Opening oder irgendein Kollektionslaunch anscheinend. Ich wurde dafür gebucht. Irgendwie, also als Model, aber nicht dieses Fotomäßig, sondern einfach vor Ort die Sachen zu rocken, zu repräsentieren irgendwie. Ganz interessant, habe ich noch nie gemacht. Bin gespannt, wie es wird. Let's go. So, Freunde, da findet die ganze Geschichte heute statt. Pull up, let's go. So, Freunde der Sonne, ich bin auf jeden Fall angekommen. Ich bin der Erste, mehrere Models auch am Start. Wir werden heute anscheinend auch vollgesprayt irgendwie von einem Artist. Ganz interessant. Zeige euch mal kurz. Die sind da noch hier in den Vorbereitungen, wie ihr sehen könnt. Und das ist übrigens mein Fit heute. Ich soll jetzt mal kurz ein paar Sachen anprobieren, gucken, wie die fitten. Ganz entspannte Dings, ihr wisst Bescheid. Let's go! Yes, sir! Yes, sir. Yes, sir. So, does it fit? The man himself. Yes, sir. Oh, blue. Let's go. That's hard, man. Auf schnelle kurz so fertig gemacht, Bro. Stark. Chicken, deswegen ist der Grill gerade einfach loaded, the chicken. Loaded. So, sind jetzt auf dem Weg zur nächsten Shooting Location. Wie ihr seht, das Wetter absoluter Quatsch hier, aber das gehört halt dazu, wenn man modelt und fotografiert und was auch immer alles dazu gehört. Die beiden sind auch noch am Start. Let's get it. Wisst Bescheid. Auch gut ausgerüstet. Guck mal, was er hier so seelenruhig da auf seinem Rücken trägt, als wenn das nix ist. Das ist ja, ne? Der weiß.